2020 ist 20 Jahre Rap. 20 Jahre Rap. Eine Megafonrede. Sie haben gefragt, ob ich eine Megafonrede mache. 5 bis 10 Minuten, 4 von 7 vorgehenden Begriffen müssen vorkommen. Am 7.8.2020 in der Rapbar. Vor Publikum. Vor Publikum. Und nein, nein, nein. Wir wollen jetzt nicht jammern. Es ist, wie es ist. Hure Scheiß. Weil es gibt ja noch Video. Oh, oh, oh. Klar, habe ich gesagt. Hat ja jeder so eine Kamera mit Handy? Kann man auch machen. Klicks statt Applaus. Ein Daumen auf statt Schulter klopfen. Aufnehmen und zusammenschneiden. Easy, easy. Auch wenn ich lieber vor Publikum im Rab, dem Gewölbekeller für eine Dorfgemeinschaft mit Spirituosen und Kultur als Lebenselixier reden würde. 7 von 7. Aber hey, 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 der Rab hat eine Geburtstagsrede verdient. Und vor allem die Rab-Leute. Weil ohne Menschen kein Rab. Der Rab sind Menschen. All die Menschen, die seit 20 Jahren den Rab am Leben erhalten haben. Gewölbekeller hergerichtet, eingerichtet, nachgerichtet haben. Für Spirituosen und Kulturnachschub gesorgt haben. Und damit das Lebenselixier für eine Dorfgemeinschaft als Publikum geschaffen haben. 14 von 7. Der Rab. Der Rab. Wenn es ihn nicht gibt, müssen wir ihn erfinden. Weil man vor 20 Jahren eindeutig gemacht hat. Zum neuen Jahrtausend ein Bart zu tragen. Ja, ich weiss, Neujahrtausend hat erst 2001 angefangen. Trotzdem, im 2000 ist der Rab geschlüpft. Vor 20 Jahren. Mit dem einfachst möglichen Namenskonzept. Bar Rab. Vor und zurück. Innen und raus. Dort hinten, versteckt in dem Gässeli. Im Superterre. Ein kleiner Dorfmittelpunkt neben dem Dorfmittelpunkt. Aber heisst es jetzt, der Rab, der Rab, die Rab, der Rab? Der Rab geht es auf jeden Fall, wenn du in den Rab gehst. Die steigen in den Keller runter. Der Laufsteg, wo du zuerst mal einen präsentierst, wenn du reinkommst. Aus dem Rab geht es nur noch aufwärts. Und ja, der Name schreit geradezu nach einem Wortspiel. Rab-Bar, Rab-Bar, Rabarbara-Bar-Barbara. Schon klar. Aber dass es einen Ort wie der Rab gibt, macht das Leben erst lebenswert. Auch wenn man irgendwie immer zu wenig dort ist, weiss man doch, dass man willkommen wäre. Irgendwie daheim wäre. Bei den Leuten, bei Kultur, Bier, Wein, Spirituosen. Denn der Rab ist Willkommenskultur. Kunst und Kultur. Kultur, Kultur. Gemütlichkeit, Geselligkeit, Gemeinschaft. Und man kann nur dankbar sein, dass sich seit 20 Jahren Leute dafür einsetzen, dass es den Rab gibt, dass der Rab kreit, nicht still ist. Sich immer wieder meldet, mit offenen Türen und Anlässen und Ausstellungen und lebt und lebendig ist und so auch Tragen Leben schenkt. Tragen hat es verdient. Drum, drum, drum. Alles Gute zum Runden, liebe Rabpaar. Bleib wie du bist, mach weiter. Bitte, bitte. Weil egal wo ich bin, egal wo, egal wo, egal wo, egal wo, egal wo, egal wo, hoffe ich, dass immer auch ein bisschen Rab schon dort ist.